Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Cäsar 3 und um eben jenen geht es, denn der hat schon mal direkt eine Forderung. Er will nämlich ein bisschen Marmor haben. Gut, alles klar, nichts mehr wird exportiert. Wir hamstern den ganzen Quatsch erst einmal. Marmor sollten wir an sich relativ schnell zusammenbekommen. Warum haben wir jetzt gar keinen Sound mehr? So, geht schon. Ja, unser Utopia-Projekt hier ist leider mal wieder ein bisschen eingesackt, denn wir haben immer noch Probleme damit, die Nahrungsmittel hier in ausreichenden Mengen rüberzukriegen. Das ist in der Tat echt ein bisschen tricky. Aber hier unsere neue Siedlung, die macht sich ja soweit bisher ganz gut. Was fehlt hier noch? Wahrscheinlich... Ach, der Barbier fehlt hier? Ja, komm, da können wir doch schnell Abhilfe schaffen. Aber habe ich nicht... Habe ich noch kein Barbier hier hinten? Ah, das Krankenhaus ist eingestürzt. Nein! Das ist schlecht. Gut, neues Krankenhaus dahin. Und dann auch direkt mal ein Ingenieursposten. Und dann auch, bevor es dann beim nächsten Mal abfackelt, eine Präfektur. So, dann Barbier. Den machen wir dahin. Oh, was jetzt? Nein, die Möbel schreien aber, ach du Schreck. Ja, super. So, Sekunde. Nein, die andere auch noch. Ja, ganz großes Tennis. Sekunde, Sekunde, das kriegen wir alles wieder hin. So, was war hier? Arzt, glaube ich, ne? Ja, die Klinik. Alles klar, wieder her damit. So, und siehe da, wir haben inzwischen herrschaftliche Inseln. Und Diebstahl haben wir auch. Was geht denn da bitte ab? So, die Schule macht es hier scheinbar noch zu unattraktiv. Deswegen schnell ein paar Plätzchen hin. Okay, wir müssen es noch attraktiver gestalten. Dann machen wir doch mal hier ein paar Gärten. Immer noch nicht. Ach, ihr müsst sowieso mit Wein beliefert werden. Ja, super. Dann sollten wir auch mal... Warum wird hier eigentlich nichts produziert? Ich meine, Wein ist doch da. Oder ist das außerhalb eurer Reichweite? Oh, Erdrutsche und wieder mal ist eine Handelsroute unterbrochen. Toll. Ganz großes Tennis. Verkaufen wir eigentlich noch Waffen? Eigentlich ja. Hm. Aber irgendwie ist das Ganze ein bisschen in Stocken geraten. So, warte mal. Hier fordern wir mal Reben an. Und dann machen wir hier hinten eine Werkstatt für Wein. Vielleicht auch zwei oder drei. Wir brauchen immer noch mehr Arbeitskräfte. Okay. Wie viel brauchen wir denn? 235 Angestellte. Ja, meine Fresse. Ja gut, wenn die Häuser hier alle immer wieder einbrechen, ist natürlich klar, dass dann auf einmal wieder Angestellte fehlen. Gut, was sollen wir machen? So, hier haben wir noch ein bisschen Platz für ein paar Häuser. Dann nutzen wir den auch mal aus. Moment, ich höre hier doch irgendwo einen Wolf. Okay, gesehen habe ich ihn jetzt leider nicht. So, machen wir hier ein paar Plätze hin. Dann haben wir nämlich auch hier so große Zelte. Immerhin passen dann ein paar Leutchen mehr dahin. So, ich würde fast sagen, wir machen uns hier hinten noch eine weitere Siedlung. Weil irgendwie werden wir auch mal zukünftig auf die entsprechenden Einwohnerzahlen kommen müssen. Was ist hier das Problem? Bildung, Bibliothek. Aha. Da ist das vor unattraktiv. Gut, das kann ich ja sogar nachvollziehen. Ich weiß schon gerade gar nicht mehr, was das Bevölkerungsziel in dieser Mission war. Ich habe 5000 im Kopf, aber irgendwie kann man das auch, glaube ich, gar nicht nachsehen, oder? Wartet mal. Ne, wir haben hier, was wir an Wohlstand brauchen, an Kultur. Soweit, so gut. So,
wir hier hinten nochmal eins hin. Genau, dann können wir vielleicht hier oben bei Bedarf noch weitergehen. Ich muss ja eben hier ein bisschen umdisponieren, was die Straßen angeht. So. Okay, wir machen wieder eine normale Ansicht. Ja, Moment, der war falsch. Da wollte ich hin. Ja, passt sogar genau davor. Alles klar. So, Brunnen. 1, 2, 3, 4, 5. Da müsste es reichen. Jawohl. Dann da einer. Ja, perfekt. So, dann machen wir jetzt hier erstmal... Ja, wobei, in der Mitte sollten wir noch einen Weg freilassen. Machen wir so. Dann hier oben noch ein bisschen was. Und da ein Markt hin. Präfektur. Ups, nein, da solltest du nicht hin. Ingenieursposten. Das gleiche hier hinten. Hier schon mal ein Arzt. So, dann machen wir hier hinten mal ein Theater hin. Hier eine Künstlerkolonie. So, und damit die Götter zufrieden sind, jawohl, es passt hier überall hin. Sehr schön, kommen wir erstmal direkt alle Tempel nochmal hin. Lieferung für Imperator ist bereit. Ja, sehr schön, dann soll er sie doch kriegen. Und hier können wir dann wieder exportieren. So. Kur. Mars und Venus. Wobei es wäre jetzt vielleicht noch eine Überlegung gewesen, zu sagen, wir machen da noch weitere Häuser hin. Aber gut, jetzt steht's alles hier schon. Wir können ja im Zweifel nochmal umdisponieren. Ui, jetzt habt ihr aber auch hier... Schick, schick viel Lieferung bekommen. So, da kommt hier eine Schule hin. Hier eine Bibliothek. Ganz sicher hat hier noch ein Ingenieursposten und eine Präfektur. Und ich denke, wir dürften dann über kurz oder lang das Arbeitsplatzproblem hier in den Griff bekommen haben. Hoffe ich zumindest. Wir brauchen zwar noch sehr viele Angestellte, aber ich denke, es wird schon laufen. So, kommt dann hier noch eine Schule. Sehr schön, die ersten haben schon Futter bekommen. Das ist doch super. Na, woran liegt's hier? Bildung. Ja gut, leider fehlen da noch ein paar Arbeitskräfte. Aber die Zuwanderung ist ja Gott sei Dank da. Nur scheinbar nicht die Produktion von Wein. Das finde ich immer noch ziemlich ärgerlich. Ich glaube, wir müssen einfach hier hinten mal ein bisschen Wein produzieren. Wobei... So, warum sind hier keine Trauben gelagert? Ist das irgendwie buggy? Weil ich meine, es produziert ja hier keiner Wein, obwohl die Reben überall da sind und... Unser Karren kommt von den Auslieferungszeug. Okay, alles klar. Wo auch immer der Karren ist. Ach so, verstehe. Ja. Nee, ich verstehe, weil der hier quasi Rehmann fordert. Ach, jetzt bringt er auch mal welche weg. Sehr schön. Gut. Dann dürfte es hinten ja... Du hast keinen Zugang zu einer Klinik oder einem Krankenhaus. Ach, da sind nur 7 Angestellte. Okay, das erklärt es ein wenig. So, machen wir mal Gesundheit an zweiter Prio, Unterhaltung an dritter. Wobei, ne, die Unterhaltung, die lassen wir mal weg. Damit zumindest jetzt hier... Ja, bitteschön, lieber Imperator, gerne doch. So. Läuft.
So, und schon haben wir ganz viele Karten. Oh nein, eine Weinkellerei. Super. Kommt da halt noch ein Ingenieursposten hin. Toll, wieder ein paar Reben wahrscheinlich verballert. Und ja, bevor es abfackelt, noch eine Präfektur. Sicher ist sicher. Ne? Aber die beiden Villen, die halten sich auch. Ah, wird aber bald zusammenfallen, weil der Wein fehlt. Schade. Warum fehlt hier der Wein eigentlich? Warte mal. Ja, ihr liefert die ganze Zeit Holz aus und ihr auch. Ach, guck an, jetzt wird auch mal Wein ausgeliefert. Hoffe ich zumindest. Ja, mit der Logistik ist das leider so eine Sache. Ach, guck an, da sind ja noch ganz viele Wölfe. Ja, dann... Liebe Larrys, haut sie mal weg. Hängen da ja Gott sei Dank gerade ein bisschen fest. Also, wir können uns der Wölfe ohne weiteres annehmen, denke ich. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt haben wir sie leider ein bisschen provoziert und sie werden jetzt alles umbringen, was ihnen in die Quere kommt. So. So, einmal Wölfe abschlachten. Waren das jetzt alle? Ja, dürften, glaube ich, alle gewesen sein. Sein, wir haben hier hinten noch ein weiteres Rudel. Ne, sieht aber tatsächlich nicht so aus. Gut, alles klar, dann können die Soldaten wieder zurück zum Fort. Ah, Wein. So, hier ist auf jeden Fall noch Platz für Bewohner. Wobei die Frage ist, macht das Sinn, die hier aufsteigen zu lassen? Finanziell mit Sicherheit, aber haben wir da noch eine Villa? Yo, hier passen nur 40 Leute rein, wohingegen hier 84 reinpassen. Also das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir wirklich hier hinten Wein produzieren wollen. Ich meine, wir haben es jetzt erstmal, aber mal schauen. So, wo habt ihr eigentlich euer Geschirr her? Wahrscheinlich von hier hinten, ne? Ja, guck, wir könnten doch hier trotzdem noch eine Töpferei machen. Wäre ja kein Problem. Warte mal, eins, zwei, zack. Machen wir hier eine Straße entlang. Dann kommt hier hinten einfach ein... Wo machen wir das? Machen wir es dahin. Machen wir hier eine zwei Tongruben hin. Und noch, wartet, Moment, wir machen hier erst ein bisschen Platz. Und bevor uns hier hinten gleich wieder alles abfackelt. So, habt ihr Arbeitskräfte? Nein, noch keine. Das ist natürlich schlecht. Weil ich glaube, an Geschirr dürfte es eigentlich in dieser Mission nicht scheitern. Und grundsätzlich sollte es natürlich auch nicht daran mangeln, aber naja, wir müssen mal schauen, wie wir alles so versorgt kriegen. Gut, ihr habt Angestellte, alles klar, sehr schön. So, mit der Weinproduktion klappt es ja hier inzwischen super. Auch wenn bisher nicht noch kein Markt dafür zu interessieren scheint, hier ein bisschen auszuliefern. Und wie aufs Stichwort, echt jetzt, schnappt sich jetzt ausgerechnet hier hinten ein Markt den Wein? Hier oben ist Diebstahl, was ist da denn los?